Was mich so ein bisschen geschockt hat, waren dann natürlich diese Bilder, wenn drinnen alles dicht ist, man sich drinnen nicht mehr treffen darf, verlagern sich Feierhotspots nach draußen. Zum Beispiel am Gärtnerplatz in München, hunderte Menschen dicht aneinander gedrängt. Das ist jetzt auch nicht das beste Ergebnis der Maßnahmen dann. Nein, und das ist genau das, was ich gerade vorhin schon ansprechen wollte. Lassen Sie uns sichere Alternativen, sichere Plätze schaffen. Denn sonst drängt sich eben die Nachfrage dorthin, wo es möglich ist. Und ich habe eben nun mal in privaten oder an öffentlichen Plätzen dann eben keine Registrierung. Ich habe Abstandsgebote nicht unbedingt kontrolliert. Ich habe schon gleich auch keine Maskenpflicht und Ähnliches, das dann so ordentlich umgesetzt wird. Und das gilt zum einen eben für den gastronomischen Bereich. Das gilt aber auch für die Hotellerie. Wenn Sie sich zurückerinnern, auf einmal war Urlaub auf Mallorca erlaubt und der sichere Urlaub in Bayern nicht. Und da nochmal, ich sage nicht, dass entscheidend ist der Inzidenzwert im Zielort. Der mag auf Mallorca niedrig gewesen sein. Aber was man immer vergessen hat, ist, ich muss da irgendwie hinkommen. Und da bin ich im Zug, da bin ich in öffentlichen Verkehrsmitteln, da bin ich im Flugzeug. Im Übrigen bin ich selbst nach Berlin mal geflogen vor ein paar Wochen. Da gibt es keine Testpflicht, um in den Flieger einzusteigen. Beim Einsteigen bekommen Sie eine Flasche Wasser in die Hand und in den vorderen Reihen wird Essen serviert. Im vollgestopften Flieger. Ja? Also da kann einen als Vertreter der Gastronomie, können einen da schon mal die Nerven auch durchgehen, weil das ist einfach nicht verhältnismäßig und es muss immer Gleiches gleich bemessen werden und es muss verhältnismäßig sein. Und da haben wir sehr wohl eine Sonderopferrolle im Gastgewerbe eingenommen und die gilt es sowieso zu entschädigen, aber diese Sonderopferrolle muss man auch beenden, weil man sichere Bereiche schafft und wenn man sichere Bereiche schafft, sind wir Teil der Lösung und nicht des Problems. Frau Wittmann, jetzt wurde ja beschlossen, dass Kulturveranstaltungen draußen stattfinden werden sollten dürfen. Bis zu 250 Leute, natürlich alle Maßnahmen und so weiter. So ein Alternativkonzept wie zum Beispiel Sommer in der Stadt, Ersatzwiesen, Wirtshauswiesen, das wäre doch ein Ding, oder? Also da bin ich ganz, ganz aufgeschlossen unterwegs. Das Schlimmste ist für unsere Branche, wie es der Christian Buchner schon zu Recht gesagt hat, wenn gesagt wird, also das Oktoberfest wird abgesagt, da kann man dazu stehen, wie man will, ist ein internationales Fest, aber dass dann automatisch gleich alles andere auch abgesagt wird. Da macht man es jetzt natürlich manchmal sehr, sehr einfach. Bevor man sich natürlich dann überlegt, was braucht die Branche, wo können wir die Fenster öffnen, wo es der Gesetzgeber auch öffnen macht. Und wie der Herr Dr. Gebhardt richtig gesagt hat, wenn die bestehenden Konzepte vorliegen, auch schon gut umgesetzt worden sind, dann muss ich doch das, egal ob das jetzt in der Gastronomie ist, im Schaustallbereich, im Bierzeltbetrieb oder in der Kulturszene, da muss das allen ermöglicht werden. Weil wir müssen wieder ein bisschen zurück zu der Sachlichkeit. Wir müssen auch schauen, was sagen die Virologen? Sagen die Virologen, jetzt wahrscheinlich ein Gastronom hat mich gerade angerufen. Was sagen die, wenn ich im Büro sitze, was sagen die Virologen? Die sagen uns im Außenbereich, da findet keine, so gut wie keine Ansteckung statt. Und das ist ja eigentlich, deswegen sollen wir auch, macht es ja Sinn, dass wir mit Außengastronomie wieder starten, auch Außenbereich Kulturveranstaltungen. Und wenn der Abstand eingehalten wird, einem mit der 50 bis 2 Meter. Warum könnten da nicht auch 500 Leute sitzen in einem überdachten Festzelt zum Beispiel mit der schönen Bühne, wo ein Kabarettist oder was auch immer, ein Künstler oder eine nette Musikkapelle, natürlich mit Abstand alles, und entsprechend eine Kulturveranstaltung stattfinden lassen. Auch diese Branche, Veranstaltungsbranche, die brauchen wieder Lichtblick. Und wie der Herr Dr. Gebhardt schon gesagt hat, das ist ja auch ein Wirtschaftsmotor. Und wir brauchen alle wieder eine Perspektive, wir brauchen alle wieder positive Einstellungen. Und es ist immer ein Geben und Nehmen. Der eine führt was auf, der andere macht sich einen schönen Abend. Und von daher, also brauchen wir diese Perspektiven. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Herr Dr. Gebhardt? Ja, ich möchte noch mal ergänzen. Das, was eigentlich ein bisschen schade ist, ist, also entweder man macht einen Lockdown, dann muss es ein ordentlicher Lockdown sein. Aber es ist immer gesagt worden, das ist eine Sprintmaßnahme und die Pandemie ist ein Marathon. Das heißt, ich kann eine Sprintmaßnahme machen, wenn ich es ordentlich mache, dann wird es auch funktionieren.
Oder ich switch um und mache Konzeptöffnungen. Das heißt, schaffe sichere Bereiche, reduziere die ungeschützten Kontakte und schaffe geschützte Kontakte. Das, was wir jetzt haben oder in das, was wir wieder hineinschlittern, ist wieder so ein Lockdown-Light. Und wenn doch ein, was wir aus November wissen, dass der Lockdown-Light de facto nicht funktioniert hat. Das heißt, entweder einen gescheiten Lockdown oder dann Konzeptöffnungen. Und ich glaube, wir sind in der Phase der Konzeptöffnungen. Und das ist wichtig. Und ein, was auch noch. Das Virus ist gleich gefährlich. Es ist vielleicht sogar ein bisschen gefährlicher geworden. Das steht ja außer Frage. Das, was wir aber im Vergleich zu vor einem Jahr haben, sind doch mehr Erfahrungen, mehr Kenntnisse. Das heißt nicht, dass die Aha-Regeln immer noch das Maß der Dinge sind. Da ändert sich auch nichts. Aber wir haben mehr digitale Möglichkeiten. Wir haben im Fraunhofer-Institut eine Forschung initiiert zur Luftreinigung in Innenräumen. Die belegen, dass man 99,9% der Virenlast der Aerosolgefahr behebt. Das heißt, ich kriege einen Innenraum genauso sicher wie einen Außenbereich. Dann habe ich jetzt die Schnelltestmöglichkeiten. Das hatten wir doch alles nicht. Und jetzt stelle ich Ihnen nur die Frage, wenn ich Schnelltests in der Außengastronomie, das ist eh zu zweifeln, ob das sinnvoll ist, oder im Hotel jetzt anbiete, okay, wenn ich da das mache, warum kann ich dann nicht eine kleine Feier mit Schnelltests ermöglichen? Da heißt dann immer, ja, die sind nicht so sicher. Ja, Entschuldigung, wenn sie nicht sicher sind, warum brauche ich sie dann in der Außengastronomie oder im Hotel? Also das, was ich eigentlich einfordere oder was wir erwarten, ist, wir waren mal Innovationsland Nummer 1 in Bayern. Und wir haben tolle Konzepte. Wir haben auch den Marktführer zur digitalen Gästeregistrierung mit Darf ich rein bereits im letzten Jahr entwickelt, bevor irgendein Smudo und Co. kamen. Und all diese Möglichkeiten lassen wir liegen. Wir haben einen Strauß Blumen, um uns das Leben mit Corona noch besser zu ermöglichen. Weil es gibt neue Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse muss man auch umgehend berücksichtigen in den Hygienekonzepten. Und da stehen wir auf einer Stelle. Und ich glaube, die Bevölkerung will einfach, dass man den Menschen wieder was zutraut. Dass man ihnen eine Chance gibt. Wirklich, die sind so weit, auch die Schausteller und alles, würden so weit gehen, so viele Auflagen mitmachen, die früher sich nie vorstellen hätte können, dass man das macht. Das würden wir alles wieder akzeptieren, um einfach wieder loszulegen, um eine Perspektive zu haben. Aber man traut es uns teilweise nicht zu. Und das ist das Unverantwortliche und das ist der Hauptvorwurf gerade. Und es geht um verantwortbare Öffnung. Es geht nicht darum, dass ich jetzt öffnen muss, weil ich lang zu hatte. Wir sind die Letzten, die einfordern, man muss jetzt alles aufmachen. Überhaupt nicht. Und man soll uns nur sagen, wo sind noch Schwachstellen, uns die Chance zu geben, die zu beheben. Und wenn Experten und Virologen, Aerosolforscher, Fraunhofer-Institut sagen, die könnte beheben, ja, dann muss man diesen Schritt auch gehen. Alles andere finde ich unverantwortlich und fahrlässig. Wow, Sie merken schon, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein sehr emotionales Thema, hochspannend und extrem wichtig.